So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Mein Name ist Traumato und ich wünsche euch viel Spaß mit der folgenden Episode. Dankeschön Traumato mit neuer Stimme. So Leute, wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben, wollen unser Abenteuer natürlich nicht saven. Wie immer, machen wir weiter. Nö. Wie sieht es aus, Traumato? Kannst du irgendetwas tun? Nö. Oh, ihr beiden. Ich möchte, dass ihr euch für eine Erkundung ausrüstet. Wenn ihr bereit seid, schicke ich euch auf eine Erkundung in den Traum von Azurel. Was? Das bedeutet... Ihr habt es erraten. Es ist möglich, in den Traum von Azurel hineinzugelangen. Ja. Meryl, wir können jetzt dem Rätsel des nicht enden wollenden Albtraums auf den Grund gehen. Klasse. Aber ich will, dass ihr ganz besonders vorsichtig seid, wenn ihr im Traum des Kleinen seid. Irgendwie schon ironisch, dass ausgerechnet die drei jetzt wieder aufeinandertreffen. Denn dem Traum ist irgendetwas faul. Ich glaube, da läuft irgendetwas verkehrt. Ja, Darkrai, sag ich doch, das Albtraum-Pokémon. Ja, stimmt das? Okay, wir werden auf der Hut sein. Noch eine Sache. Ich möchte, dass ihr nur beide in den Traum geht. Ich würde gerne selbst mitkommen, aber um ehrlich zu sein, bei dem Stand meiner Fähigkeiten würde ich euch nur aufhalten. Das ist eine weise Voraussicht, dann das glaube ich auch. Auch wenn das etwas verdächtig gerade wirkt, aber wir vertrauen dir einfach mal, ne? Tut mir leid, dass ich nicht mehr für euch tun kann. Nein, dazu gibt es keinen Anlass. Uns in den Traum zu schicken ist Hilfe genug. Danke dir, Traumato. Wir machen uns bereit zu gehen. Los geht's, Chris. Wir kommen zurück, sobald wir bereit sind. Ich würde schon fast behaupten, wir sind... Was zur Hölle? Ich... Kann ich steuern? Moment mal kurz. Okay, da war irgendwie die Steuerung im Arsch. Whatever. Wir sind doch, glaube ich, gut genug gerüstet. Ja, wir haben zwar jede Menge Kramrad dabei, aber ehrlich gesagt, ich möchte jetzt direkt da. Wenn ich schon hier stehe, dann kann ich auch direkt mal in den Traum gehen. Ich möchte rein. No, seid ihr bereit, in den Traum zu gehen? Ja, natürlich. Ja, wir sind bereit. Gut, dann kommt ihr hier rüber. Jetzt bin ich mal gespannt. Schick euch jetzt in den Traum von Azurel und los geht's. Oh, wow. Das sieht interessant aus. Sieht das so das Innere eines Traumes aus? Ja, Chris. Könnt ihr mich hören? Ich bin es, Traumato. Ja, wir hören dich. Dude, hört sich so als wäre der Güte reingekommen. Ich bin bereits sagt, es ist den Traum etwas richtig Böses. Ich glaube nicht, dass ihr euch daran erinnern müsst, aber seid vorsichtig daran. Okay, danke, Traumato. Dann gehen wir mal in den Traum hinein. Ist das jetzt echt ein Dungeon? Das wäre mal irgendwie lustig. Albtraum U1. Oioioioi. Albtraum. Okay, ein Hytera in einem Albtraum. Was macht ein Hytera in einem Albtraum? Wow, du hast ein Hytera mit einer speziellen Attacke. One-Hit, ich bin schwer beeindruckt. Und du hast 1000 Erfahrungspunkte. Über 1000 Erfahrungspunkte dafür bekommen. Das war noch nicht mal eine Link-Attacke. Ich bin schwerst beeindruckt. Albtraum U2. Gut, wir folgen natürlich wieder mal der wunderbaren Fähigkeit Treppenfinder. Und gehen nach unten links, wo der nächste Gang sein soll. Man, das sieht echt hübsch aus hier drin, muss ich mal sagen. Was sollen wir die ganzen Pokémans hier drin machen? Gut, du hast es richtig aussortiert. Richtig aussortiert. Richtig angewählt alles. Bock, so, ich habe schon mal angegriffen, deswegen werde ich jetzt einfach mal lieber so knüppeln. Dong, 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 dong. Na komm schon. Du gehst doch bestimmt down jetzt, oder? Bock, sage ich doch. Nicht bevor du hier noch zu viel. Achso, Taumeltank. Ich würde schon sagen, wie mich einfach random verwirrt. Okay, wir. Ich wollte gerade sagen, warten am besten mal ab, aber nein. Taumeltanz verwirrt alle im Raum. Habe ich das richtig gerade richtig interpretiert? Wenn ja, dann ist das auf jeden Fall eine äußerst geniale Fähigkeit. Beziehungsweise Attacke ist ja keine Fähigkeit, aber you know what I mean, nicht wahr? Oh, ich sehe, das hätte die Sinobeere mal mitnehmen können. Oh, nein, Tera. Mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte ich jetzt dafür kriege, wenn ich so angreife. Ich mache speziell sogar 1700. Alter Vater. Ich mache da sogar so mehr Schaden. Das ist irgendwie ein bisschen unlogisch, aber egal. Wie gesagt, das ist ja alles ein bisschen anders hier. Einsatz, genau. Flop. Ja, immerhin. Ein Flinksamen, ein Trefferorb und eine Sinobeere. Jetzt aber. Sinobeere, nom 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 nom. Das Gleiche, wo war denn jetzt der Gang? Oben links, meine ich. Ne? Mal wieder nicht so richtig geguckt. Ja, genau, oben links. Oben links war richtig. Albtraum. Na, nach da oben kann ich leider jetzt nicht so spontan. Da muss ich einen kleinen Umweg gehen und zwar einmal so rundherum. Also rein von der Farbgebung her muss ich sagen, ist das hier einer der schönsten Dungeons, die wir bisher gesehen haben, weil lila und bläulich und das ist meine Lieblingsfarbe, also lila. Und es ist auch noch so ein schönes Lila. Hübsch, hübsch, hübsch. Auch wenn ihr es immer noch komisch, was hier für Pokémon rumlauern, aber egal. Dom, 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 dom. Zugabe, Zugabe, keine Sorge, ich hatte eh vor, dich zu besiegen. In jedem Fall. Ja, die bringen alle so viele XP hier, das ist ja unglaublich. Ich muss schon sagen, warum habt ihr das Geld nicht aufgenommen? Warum?
Gut, das ist etwas schwierig hier, die Treppenfehler richtig zu deuten, aber es ist relativ eindeutig, wo wir jetzt hin müssen. Natürlich den Gang, den wir nicht abgegangen sind. Oh Gott, ein wohin genau? Nein, 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 da möchte ich mich gar nicht erst mit anlegen. Das könnte noch böse Folgen haben sonst. Also irgendwo hier muss es ja sein. Ja, da, guck mal, sieh mal an. Also die Matschfallen, da haben sie echt mehr als genug von. Das muss man doch mal so sagen. Albtraum U6. Oh yeah, was ist denn das da hinten? Wieder ein Snobelikat sogar. Nun komm mal her. Kommen Sie her, kommen Sie raus. Und ich habe dich getroffen. Verhöhner, ja mach ruhig. Ich habe eh vor, dich zu verprügeln. Einfach die Faust genau das andeutet. Nach dem Motto, der Posup, Junge, spock dich kaputt. Achso, hier direkt. Ja, okay. Ich wäre jetzt unten lang gegangen. Umso besser, Albtraum U6. Dim, 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 dim. Also wenn das jetzt... Oh, guck mal, da ist sie. Wenn Jan jetzt schon solche geilen Fähigkeiten lernt, dann bin ich mal gespannt, was er noch so meistert irgendwie über die Zeit dann. Ich werde ihn als IQ-Bad jetzt lassen, auch wenn wir natürlich auch Sachen gebrauchen könnten, aber... Ich bin doch zu neugierig, was die ganzen späteren IQ-Fähigkeiten noch sind, falls wir die überhaupt noch zu Gesicht bekommen. Ich bin übrigens eingepennt. Dankeschön, Jan geht immer schön außen rum. So, wieder eine Ebene tiefer. U8. Bisher muss ich sagen... Oh Gott, Pummeluff. Nein! Verwandte von Knuddeluff. Bisher muss ich sagen, läuft das ja alles doch ziemlich in Ordnung hier. Und was ich jetzt mich gerade frage, könnte ich hier... Das ist nicht verwunderlich. Wisst ihr, was ich jetzt gerne hätte? Ein Monsterraum mit ganz vielen Hytera. Das wäre so schön. Ich wollte nämlich gerade mal was gucken. Mal gucken, ob es logisch ist oder eher nicht so. Aha, okay. Ich wollte mir gerade sagen, wenn sich hier Pokémon anschließen könnten, wäre das meiner Meinung nach etwas seltsam gewesen. Aber es kann sich hier niemand anschließen. Da muss ich dann nochmal sagen, gut gedacht, gut mitgedacht. Also langsam könnten wir auch mal, wo ich gerade die Steine hier liegen sehe, wir haben immer noch keinen Donnerstein für Jan gefunden, falls es denn endlich mal soweit sein sollte. Das heißt, wir dürfen niemals einen Raichu kriegen. Nein! Aber ich möchte doch so gerne. Und vom Level sind wir ja auf jeden Fall alle schon mal mehr als bereit, sich endlich zu entwickeln. Und schon wieder eine Matschfalle. Also da habe ich nichts gegen, weil die Matschfallen sind jetzt, ja, sind auch nervig, aber verkraftbar. Da gibt's doch Schlimmeres, sage ich mal. Ja, wo ist da wohl die Treppe? Oh, danke für den netten Hinweis. Und hör auf, mich zu psychschreien. Oh, wow, Schloprek läuft ja auch rum. Interessant, so viele Pokémon, die wir noch nirgendwo in den Wand schon mal gesehen haben, laufen hier rum, habe ich so das Gefühl. Da habe ich so das Gefühl. Würden wir eigentlich auch Items verlieren, wenn wir hier im Traum draufgehen? Das wäre interessant und seltsam. Aber egal, ich mache mir wieder zu viele Gedanken, wahrscheinlich gerade. Und ich glaube, ich hätte da rechts abbiegen müssen, das mache ich jetzt auch mal. Nee, die Treppe sagte mir doch, dass da... Also der Pfeil sagte mir doch, dass die Treppe hier irgendwo sein muss. Dann bestimmt hier. Nee, doch nicht. Okay, alles klar. Dann, oh, wollte ich, ob die mich wohl über diesen Abgrund hätten hieven können? Das machst du bitte nicht noch einmal, Psyana. Auch wenn ich dich mag, aber das war wirklich gemein und fies und hinterhältig. Der Dungeon ist schon wieder so eine komische Aufteilung. Da bringt mir der Treppenfrinder generell auch nichts, weil der ja leider... Haben wir jetzt schon ein paar Mal gemerkt, immer recht ungenau alles anzeigt. Da haben wir wieder... Das ist immer so das Phänomen, finde ich, wenn wir trotz... Wie kann ich in einem Traum Hunger kriegen? Ach, egal. Muss ja auch ein Dungeon sein. Das dürfen die ja nicht einfach weglassen. Wow. Ich bin aber ganz schön lange. Nein, Jan, nein! Oh, jetzt ist Jan tatsächlich auf die Falle. Jetzt habe ich ihn tatsächlich auf die Falle gelotst. Du da, voll... Das war ja... Ach, so wirkt der Abgangsbund hier. Also trotz Treppenfinder noch in ein Donnerberg-Syndrom zu geraten, da muss man schon echt megamäßiges Pech haben, wie man gerade gesehen hat, oder einfach blöd sein. Und nicht die Klebe fallen, aber nur ein Flinksamen. Warum nur ein Flinksamen? Also alles noch im Lot. Hey Pixie, du grinst gar nicht bedrohlich und so. Nee. Gehe er bitte woanders hin. Ich möchte... Oh mein Gott. Knuddeluff, hallo, ich bin auch hier. Bist du es, Gildenmeister? Nein! Nee, warte, der Gildenmeister ist, glaube ich, männlich und wir haben uns gerade vernarrt. Ja, natürlich ist der Gildenmeister männlich. Chris ist vernarrt in jemand, der überhaupt nicht mehr da rumsteht. Das ist natürlich interessant. Jetzt ist mein Magen sogar leer. Jetzt ist mein Magen leer. Ich glaube es ja nicht so ganz. Na egal. Dann nomsen wir mal was. Wir müssen uns das Ganze einfach visueller vorstellen. Dann können wir uns auch das herleiten, dass wir hier auch essen müssen und so weiter. Dass wir quasi zwar im Raum stehen bleiben, aber ja, ist ja klar, man kriegt dann ja trotzdem Hunger, ne? So meinte ich das. Kann man sich irgendwie so erklären. Albtraum U16. Auf jeden Fall haben wir hier diese recht gemütliche Musik die ganze Zeit. Das ist sehr entspannend. Ich finde, wieso? Den Dungeon, muss ich gerade sagen, sehr entspannend. Das ist eigentlich genau das richtige Wort.
Die Gegner sind nicht zu schlimm. Es sieht alles sehr schön aus. Eine wunderschöne Farbgebung. Und eine gemütliche, ruhige Musik. Oh, warte. Das möchte ich aber noch... Das möchte ich aber natürlich noch verkloppen hier. Bam. So viel Schaden. Eieiei. Oh nein, meine Linkattacke löse ich bald wieder, Leute. Leute, da muss ich doch glatt mal aufpassen. Eieiei. Jetzt habe ich Jan da drauf. Nein! Oh mein Jo, warum machen die immer den Nikusteiger kaputt? Der ist doch so cool. Den will ich doch behalten. Na, jetzt wird hier aber so ein Zwischending schön. Mit Schlurp. Schlurp. Und wieder eine runter. Ach, guck mal. Albtraumtiefen. Da muss ich nicht mal ein Top-Elex hier nehmen. Wir sind ganz schön weit vorgedrungen, Chris. Ab jetzt führt nur noch ein einzelner langer Pfad weiter, wie es scheint. Gehen wir noch etwas weiter. Oh oh. Oh, was passiert hier? Du, wie? Wie seid ihr hier reingekommen? Darkrai etwas schon? Es ist jemand hier, Chris. Wer ist das? Wo bist du? Zeig dich. Ich bin... Darkrai. Ja, gut, wie kann man so falsch sehen? Chris Elian eben. Was? Du bist... Ich bin Cresselia. Cresselia? Es ist Cresselia. Das Pokémon aus meinen Träumen. Das klang jetzt etwas zweideutig, wenn ihr versteht. So, das Pokémon meiner Träume. Ich kann mir nicht erklären, wie ihr hierher gekommen seid, aber ich finde euren Besuch äußerst praktisch. Ich wollte euch beide schon lange mal treffen. Cresselia. Also waren meine Träume... Sie waren doch keine gewöhnlichen Träume. Ach, Jan hat auch geträumt. Was? Was ich in meinen Träumen gesehen habe. Ja, was ich dir in meinen Träumen erzählt habe, ist die Wahrheit. Ihr beide solltet in dieser Welt nicht existieren. Was, ihr? Ihr beiden? Eieiei, das habe ich vermutet. Dass du und ich die gleichen Träume haben, Chris. Ich ging in die Zukunft, dann kam ich zurück in diese Welt. Und das verursacht die Zerstörung dieser Welt. Das sagte mir Cresselia in meinen Träumen. Also hatte ich nur ich diesen Traum. Und Jan ist genau wie ich. Nein, er ist wesentlich intelligenter als du, denn er hat einen ganz schönen hohen IQ, wie wir ja mittlerweile wissen. Naja. Jan ist auch eine Existenz, die es in dieser Welt nicht geben darf. Cresselia hat es auch zu Jan gesagt. Verzeihen, Cresselia, könntest du uns etwas erläutern? Ich bin in die Zukunft wieder zurückgereist. Und Chris war ein Mensch, der aus der Zukunft gekommen ist. Du sagtest, dass wir die Verzerrung des Raumgefüges in unsere Welt verursachen würden, wenn der Raum selbst sich verzerrt. Warum wird die Welt dadurch zerstört? Okay, ich nehme alles zurück. Er ist vielleicht doch nicht so intelligent. Warum wird die Welt zerstört, wenn der Raum sich verzerrt? Wenn die Verzerrung des Raumgefüges expandiert, dann expandieren auch die Mächte der Dunkelheit. Und irgendwann wird die Welt in einen Albtraum gehüllt. In einem Albtraum gehüllt? Ja, wisst ihr, wo wir uns genau in diesem Moment befinden? Nun, wir befinden uns in dem Traum von Azurill oder etwa nicht? Das ist korrekt. Um genau zu sein, befinden wir uns in dem Albtraum von Azurill. Azurill wird in dem Albtraum gefangen bleiben. Und er wird nie wieder aufwachen. Dieser Albtraum wird irgendwann über die ganze Welt gekrochen kommen. Im Moment ist nur Azurill von diesem Traum betroffen. Aber bald werden sich auch andere Pokémon in dem Netz verfangen, das der Albtraum auslegt. Immer mehr Pokémon werden in einem nicht enden wollenden Schlaf fallen. Und letztendlich werden alle Pokémon in diesem Albtraum ohne Ende gefangen sein. Alle Pokémon? Hey, Cresselia. Was muss getan werden, um die Verzerrung des Raumgefüges zu überwinden? Ihr müsst sterben. Nein! Wie kann die Raumverzerrung beseitigt werden? Es gibt nur einen Weg, die Verzerrung zu beseitigen. Ihr müsst verschwinden. Was? Verschwinden wir? Ich habe auf diese Gelegenheit gewartet. Die Gelegenheit, euch verschwinden zu lassen. Cresselia, jetzt gib dich mal ein bisschen eleganter. Du warst für mich immer anmutig. Du gibst dich gerade wieder totale Asshole. Was? Eine Sekunde mal. Wir wollen nicht verschwinden. Wir möchten mehr darüber erfahren, was passiert. Dann wollt ihr lieber, dass alle Pokémon von einem Albtraum verschluckt werden? Das ist nicht, was ich will. Cresselia, ist es wirklich wahr? Wenn wir verschwenden, würde die Welt wirklich gerettet werden? Ja, sie würde gerettet werden. Denn es ist nur eure Existenz. Nur sie lässt die Welt auf den Abgrund zutreiben. Na, wenigstens ist sie direkt. Na. Ich bedauere sehr, dass ich das tun muss. Bereitet euch darauf vor, zu verschwinden. Nein! Es muss getan werden. Die Welt muss gerettet werden. Hey! Hallo, Chris. Ja, wo seid ihr? Ich denke einfach mal, das ist Traumato. Ja, wir sind unterbrochen worden. Dabei wäre mein Werk fast vollbracht gewesen. Ich wurde diesmal unterbrochen, aber ich werde dafür sorgen, dass ihr beide verschwindet. Wenn ihr die Welt natürlich selbst retten wollt, dann solltet ihr euch mit dem Gedanken anfreunden, euch selbst verschwinden zu lassen.
Das ist irgendwie, als anstatt dass er einfach sagt, umbringen, aber gut, das ist immer noch ein Kinderspiel, ne? Das ist wieder so wie in eine andere Dimension verschwinden oder einen ewigen Schlaf fallen. Lebt wohl! Cresselia, ich bin schwer enttäuscht von dir. Du, das war knapp. Hey, hier seid ihr also. Ha, ich war zwar doch Traumato, ich habe richtig geschätzt. Traumato, warum bist du hier? Ihr wart so lange weg, ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe mich entschieden, tapfer zu sein und euch zu suchen. Ha. Dieser Ort hat etwas Gefährliches an sich. Wir sollten hier nicht bleiben. Gehen wir fürs Erste zurück zur Gilde. Wäre vielleicht besser. Gut, ich dachte jetzt schon, Traumato wird gespalten. Möchtest du? Nein. Nein. Ich verstehe. Ihr seid also Cresselia begegnet. Und sie sagte, dass der Altraum... Ha, ich wusste, dass es eine sie ist. Cresselia kann ja tatsächlich weiblich oder männlich sein. Von der Zauber durch eine Verzerrung im Raumgefäge verursacht wurde. Ja. Wenn sich nichts daran ändert... Dann werden alle Pokémon genau wie Azur in einen unendlichen Schlaf versinken. Das hat Cresselia gesagt. Ja. Kreisch, wenn das alles stimmt, haben wir ein schlimmes Problem. Wir müssen etwas tun. Also Plaudergeil, was weißt du über Cresselia? Ich weiß von diesem Pokémon, aber nur vom Hörensagen. Es heißt, Cresselia scheint nur in der Nacht des Viertelmondes. Es heißt weiter, sie können emotionale Wunder anderer Pokémon einfach mit dem sanften Licht ihres Körpers heilen. Emotionale Wunden, nicht Wunder. Ja. Sie macht keinen so freundlichen Eindruck. Ja, das habe ich auch gesagt. Noch eine Sache über Cresselia. Man sagt, dieses Pokémon habe eine mystische Kraft, die Dunkelheit bannen könne. Die Kraft, Dunkelheit zu bannen? Hey, nur damit ich das nicht falsch verstehe. Hey, wenn wir nichts weiter unternehmen, dann werden alle Pokémon der Welt für immer einschlafen. Hey, das bedeutet, wir müssen jetzt etwas tun, um die Verzerrung des Raumes zu beheben. Hey, Jan. Dachte Cresselia zufällig etwas von. Nun sagt sie etwas darüber, wie die Verzerrung des Raumes aufgehalten werden kann. Was? Wie man die Verzerrung des Raumes aufhalten kann? Das Azur tut mir voll leid. Guckt euch das mal an, wie sich da wälzt und windet vor Schmerz. Warum ist sie so hibbelig? Habe ich irgendwas Wälzames gefragt? Nein, das hat nichts mit dem zu tun, was du gesagt hast. Tut mir leid. Ich habe gerade an etwas anderes gedacht. So, einen Weg, um die Verzerrung des Raumes aufzuhalten. Fragen wir Palkia! Nö, ich erinnere mich nicht, dass Cresselia dazu... Oh. Jan, vertrau doch deinen Träumen. Deinen Freunden meine ich, nicht deinen Träumen. Genau, vertrau deinen Träumen. Deinen Freunden. Na, verstehe. Das ist bedauerlich. Na so war, was soll's. Kinodilof. Schauen wir uns die Verzerrung des Raumes einmal gemeinsam an. Wenn wir das nicht tun können, wir die Ausbreitung des Albtraums nicht verhindern. Plaudergei. Ja, Guildmeister. Alles klar, Leute. Wir gehen für heute auseinander. Und ab morgen forscht jeder individuell nach, was es mit der Verzerrung des Raumes selbst auf sich hat. Jawohl, ja, wird erledigt, nicht, Bidiza. Alles klar, weggetreten. Yay. Okay, Plaudergei. Brrr, ich wäre immer noch dafür, einfach Palkia zu suchen, aber wie bringen wir diese Pokémon hier auf die Spur davon? Ja, als wir in der Gilde waren, als Traumat uns fragte, ob wir wüssten, wie die Verzerrung des Raumes aufzuhalten sei. Ich habe gelogen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und wir wissen, es gibt einen Weg, die Verzerrung zu stoppen. Die einzige Lösung wäre, dass wir von dieser Welt verschwenden. Ich könnte mich nicht überwinden, das zu sagen. No, aber ist das etwas, das ich jedem auf die Nase binden muss? Ich kann dich nachvollziehen irgendwie. Hey Chris, was sollen wir denn jetzt machen, wenn wir verschwenden? Ob die Welt dann gerettet wäre? Wieso, da hast du Klippe, wenn du es ausprobieren willst. War nur Spaß, nein, bleib hier, Mann! In diesem Fall wäre es vielleicht das Beste, was wir tun könnten. Oh Jan! Na, ich halte das nicht aus. All diese Sorgen machen mich noch müde. Legen wir uns schlafen, Chris. Eieieiei. Krong. Mondschein. Kann ich schlafen? Jan, schläft schon, nehme ich an. Aber ich muss mich fragen. Wie ich es verstehe, verursachen wir die Verzerrung des Raumes. Aber wieso treibt das die Welt in den Abgrund? Ich kann es immer noch nicht glauben. Beim ersten Mal dachte ich, es wäre alles nur ein Traum gewesen. Aber nach diesem zweiten Traum, als mir von der Verzerrung des Raumes erzählt wurde, von da an begann ich zu denken, dass es vielleicht wahr sein könnte. Hey, dabei fällt mir ein, dass am Morgen, nachdem ich diesen Traum hatte, Jan sprach mit mir. Ach ja, stimmt, dieser Morgen war gemeint. Jan war so ungewöhnlich gut drauf damals, aber Jan war gerade vom gleichen Traum über Cresselia aufgewacht, den ich auch hatte. In dem Moment muss ich Jan absichtlich fröhlich um mich herum verhalten haben, weil Jan vermutete, dass ich genau den gleichen Traum gehabt hatte.
und mich daher aufheitern wollte. Er muss auch Angst gehabt haben. Aber Jan war viel besorgter um mich. Und dann in dem Albtraum von Azuril. Cresselia sagte, und was sie zu tun versuchte. Das hat mich niedergeschmettert. Aber genau deshalb darf ich den Mut nicht verlieren. Meinen Mut nicht verlieren. Mut. Ach, jetzt schläft er doch, okay. Ja, jetzt sehen wir den Mond zum dritten Mal. Okay, Leute, ich würde sagen, bevor wir uns ansehen, wo Jan jetzt hin verschwunden ist, werden wir erstmal eine Pause machen. Das war Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel für heute. Im nächsten Part geht's hier weiter. Bis dahin, ciao.